Hallo und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video. Oh. Ja, du fängst ja jetzt schon an, das zählt nicht. Stopp. Auf diesem Kanal so von gleich. Es laggt alles. Wir müssen es in einem anderen Browser machen. Siehst du das? Das geht schon. Ja? So, ja. Willst du das so machen? Ja, geht schon. Okay. Nee. Das geht schon. Okay. So. Also, wir machen. Außerdem ist jetzt schon wieder 2 Schritte nach vorne gegangen. Deine Zeit läuft jetzt bereits. Nein, So. ich mache jetzt erstmal eine Stoppuhr an, Leute. Ich habe Weil, weißt du, geht ja bis Stoppuhr. vor zum Auto. 3, 2, 1. So, also ich habe jetzt eine Minute lang Zeit, um den Ort rauszusuchen, wo ich gerade auf dieser Welt bin. Geogesser. Geogesser, ja. Genau. So, Verlinken wir natürlich auch dann. und in der Beschreibung. Das ist eigentlich nur Google Street View, aber ihr könnt quasi entscheiden, wo ihr seid. Das sieht mir halt so. Das ist so. Ich habe keine Ahnung, wo das sein könnte. Also ich würde jetzt auf den ersten Blick erstmal so ein bisschen auf. Boah, ich weiß gar nicht. Das sieht irgendwie so ein bisschen. Was würdest du sagen? Ich würde sagen, das ist so Ich hätte es jetzt Amerika. schon gewusst. Ich würde sagen Afrika. Also ich würde sagen Afrika. Ich glaube, das kommt am ehesten. Ich habe nur noch 5 Sekunden Zeit. Was ist denn das? Das muss irgendwie, was soll das sein? Das muss russisch sein. Das muss in Russland sein irgendwo. Alter. Da steht es ja sogar oben. Wo? Auf dem Schild. Jetzt müssen wir nur noch Kyrillisch lesen können. Moment. Ey. So. 2008. Ich Novgorod. hätte einfach lesen können. Ich hätte einfach vergleichen können. Ja gut, du konntest es ja nicht richtig Na, lesen, aber du kannst hättest vergleichen können, die Zeichen. Guck mal, da steht's doch. Also, ich habe 2877 Kilometer. Novgorod. Und du warst nach Krasnojarsk gegangen, aber Russland Aber war schon mal gut schon. erkannt. Ja, das sieht man an der Sprache, ja, also an der Schrift. So, play Warte next mal ganz round. kurz. Chill. Ich brauch kurz. Yeah. Ja, du hast ja schon vorher, konntest du ja schon richtig lange was angucken. So. Nee, aber ich muss was schreiben hier. Notiz. So, okay. Also ich habe jetzt Sag mir dann, wenn mein 2000. Counter läuft. Ja, warte mal, ganz kurz. Wo bist du denn? Das frage ich mich gerade, ehrlich gesagt auch. Bruchbudenland. Okay. Ach, Tick. du 2877. Was? Scheiße. Okay. Ich würde sagen, Oh deine mein Zeit Gott. läuft. Oh Gott, nein! Bildschirmaufnahme. Deine Zeit läuft in 3, 2, 1. Ich kann mich überhaupt nicht bewegen. Das geht hier gar nicht. Guck mal zurück. Ich kann mich nicht. Ich bin in irgendeinem verfluchten Ort gelandet, wo ich mich nicht bewegen kann. Das geht gar nicht. Ich kann mich nicht bewegen. Verarschen! Ich will zu dem Auto da hinten. Ey, das kann doch nicht sein. Gibt's hier nicht irgendwie was, weiß ich, dass ich mich. Hä? Das kann nicht Wie wahr sein. scharf das alles so ist. Das kann nicht euer Ernst sein. Ihr setzt mich an einen gottverlassenen Drecksort, ja? Und ich kann mich nicht bewegen. Da, guck mal, die haben auch irgendwie, was weiß ich, das Asia-Dings haben die gegessen, haben es dann da hingeschmissen hier. Hä, wie leckt das denn? Scheiße! Scheiße! Was leckt das so? Woher soll ich denn wissen, wo ich hier gerade bin? Ich bin irgendwo in den Anden oder so. Was weiß ich? Die essen auch Panik! 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 Asia-Dings. Stopp! 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 Du musst dich entscheiden. Alter, verarsch mich nicht. Alter, verarsch mich nicht. Ey, ohne Scheiß, ich glaube, ich bin irgendwo in den Anden oder was weiß ich nicht, was gelandet. Ja, keine Ahnung. So, jetzt gehen wir mal irgendwo Brasilien, Peru, peruanische Anden, Chile, Cusco, was weiß ich. Ich vermute, ich bin irgendwo, keine Ahnung, in Peru bin ich, glaube ich, irgendwo. So, make Okay. guess, was weiß ich. Ich habe keine Wieder Ahnung. Skip it. 12.779 Kilometer Ja, was bist weiß ich, du konnte mich ja nicht gelaufen. bewegen. Du In hast der dich Türkei! bewegt. What? Hier habe ich in die Türkei gesetzt. In die hinterste Walachei. Du kannst dich bewegen. Alter. Denn Oh mein es wird Gott. sogar aufgerundet. Also 700.
80. Oh mein Gott. Gut, dann würde ich sagen, ich gehe gleich zur nächsten Location. Es nicht. Und ich würde sagen. Der, weißt du, der hat da ein Auto, wo gleich kyrillische Schrift, wo er sogar die Leute lesen können. 2, 1. Okay, ich darf mich bewegen. Er kann sich bewegen, wollt ihr mich verarschen? Und da vorne ist gleich noch ein Schild oder was? Hier, leck mich, das ist. Ah, Pinti Pudas. Was? Du weißt schon, was es ist, oder? So. Ah, da hinten ist noch ein Schild. Mal gucken. Ruhe. Oh nein! Was für Ruhe! Warte. Gehen wir mal eins nach hinten. Bisschen nach hinten. Bisschen nach hinten. Geht ein bisschen nach hinten. Da, ja. So. So, kann ich auf das Schild gucken? Kann nicht wahr sein, ey. Nimm ich da irgendwo. Okay, dann geh ich mal weiter. Oh mein Gott, ich hab nicht mehr lange Zeit! Nein. Kannst du auch einen Timer einfach machen und dann macht's nämlich beep, beep, beep. Nach einer Minute. Ich muss doch nach da vorne. Nein! Nein! So, okay. Danke. Lass mich mal bitte. Danke. Lass mich mal bitte zoomen. Ich muss mal ganz kurz gucken. Nein, ist jetzt fertig. Ja, ich darf gucken. Gerne, du hast gerade eben auch. Ich hätte gerne von dir jetzt. Ja, ich konnte mich aber nicht bewegen. Das ist mir egal. Ich hätte gerne jetzt von dir. Ah, Neuseeland! Neuseeland! Gucken wir mal, wo ist denn Neuseeland? Muss noch weiter reinzoomen oder was? Wenn man sich mit der Weltkarte auskennt, hat man keine Ahnung. Ja, man Vorteil. Merkt, dass er sich mit der Weltkarte überhaupt nicht auskennt. Wo ist Neuseeland? Sag mal bitte. Setz doch einfach irgendwo deinen Pin hin. Sag mal bitte, wo Neuseeland ist. Setz doch irgendwo deinen Pin. Ey, sag mal bitte, wo Neuseeland ist. Ohne Scheiß. Ich habe überhaupt keine Ahnung von der Ding. Ja, aber du hast eben gerade so schön erkannt anhand eines Schildes. Na, sag so. Mal, wo ist Neuseeland? Nö. Alter, ich suche so lange, bis ich Neuseeland finde, ne? Sag mir jetzt, wo Neuseeland ist. Ich bin bei Afrika. Oh. Das musst du ja immer sagen. Niederlande. Wo bist du denn jetzt hier? In Europa. So, ist Neuseeland in Europa? So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt wird's spannend. Ist Neuseeland in Europa? Sag jetzt mal. Mann, das nervt voll. Wo ist das? Ja, gleich sag mal bitte. Guck halt. Ey, ich finde es nicht. Sag. Guck halt. Ich guck. Ach, da. So, sind wir hin. Oh Gott, ich bin 16.884 Kilometer entfernt. Was? Ich war in Finnland? Das wusstest du, ne? Nö. Nein? Hätte ich nicht gewusst, jetzt nein. Oh Gott, aber ich wäre trotzdem näher dran gewesen. Warte mal ganz kurz. Weil ich nämlich gedacht hätte, du wärst hier irgendwo Bulgarien oder sonst irgendwas. Okay. So, okay, ja, du bist dran. So, play next round. So, ich bin jetzt wieder in einem verfluchten. Ich bin in einem Wald! Wollt ihr mich verarschen? Ich bin in einem Wald! Du kannst mal in den Weg da rein gehen. Ich bin in einem Wald! Ja. Wie lange habe ich Zeit? Ich bin jetzt kommt gleich. Ah, ne, warte mal, ich muss meine Zeit. 10 Sekunden zieh ich dir ab. Alter, ich bin in einem 15 Sekunden zieh ich dir ab. Also bei 45 ist vorbei bei dir. Kann ich da hin? Hm. Wolltest du noch am Auto gucken? Ja. Auf zu zoomen. Ich bin im Wald. Ja. Ich bin im gottverdammten Wald. Alter, ich bin im Wald! Was ist das? Alter, wo bin ich? Das war so als Waschbär im Wald, oder? Ich brauche ein Schild. Oh, ein Schild! Irgendwas! Was ich lesen kann. Du kannst gar nicht verarschen. 3, 2, 1, stopp! Stopp, du darfst dich nicht. Ja, ey, komm, du hast dich auch noch gedreht. Du darfst nur noch umgucken, mehr nicht. Ist vorbei. Du mich verarschen! Hier oben steht zwar, wo du bist, in der Welt. So. Du
Scheiße. Tut das gut, mal wieder hier richtig schön zu entspannen, ne? Also das Auto, das war ja ein Kleinwagen gewesen. Sag ja, relativ. Ich gebe dir noch 5 Sekunden. Nein, das bringt ja nichts. Nein, ich gebe dir 5 Sekunden Zeit, um dich zu bewegen. 3, bringt ja nichts. Nein, bringt nichts. Nein, bringt ja nichts. So, das Auto war ja ein Kleinwagen gewesen. Und er sah relativ modern aus, muss man sagen. Es war jetzt nicht irgendeine Schrottrostmühle, sondern es war ein relativ moderner Kleinwagen. Jetzt gucke ich mir die Hütten an, die sind relativ schrottig. So, wo gibt's relativ also schrottige Hütten? Ich glaube, ich weiß, wo ich den Pin hinsetze. Hier gibt's relativ schrottige Hütten, aber moderne Kleinwagen. So, und jetzt, wo könnte man moderne Kleinwagen und... Ich habe fast die Befürchtung, dass wir wieder hier irgendwo in, keine Ahnung, Bulgarien, Bosnien, Istanbul, Türkei, Kiew, irgendwo hier in dieser ganzen Gegend sind, in der Slowakei. Ich glaube, wir könnten eventuell Ungarn. Ich glaube, komm, wir gehen jetzt mal nach Ungarn. Okay, warte mal ganz kurz, bevor, wenn du deinen Marker gesetzt hast, dann klick noch nicht auf Make Guess. Warte kurz. Sag Was sind mal? Das eigentlich für Bäume? Kaputte, wie du siehst. Das könnte eventuell sogar passen. Okay, ja. Pass auf. Du gehst, setz nach Ungarn. Los. Ja. Ich hätte Indien gesagt. Indien? Ich hätte Indien gesagt. Make guess. So. Du weißt, das war echt gut. Du bist 1640 Kilometer weg. Du warst in Frankreich. Was? Oh, ich hab's mir noch fast gedacht. Da hab ich gedacht, nee, das kannst du nicht bringen. Frankreich kannst du nicht bringen, ey. Du warst in Frankreich? Ja, ja, das habe ich mir noch fast gedacht. Ich bin damals schon durch Frankreich durchgefahren, durch so Hinterland. Und da sieht aus wie im Mittelalter, ey. Ist krass. Alter, was hat er denn da schon wieder? Wollt ihr mich verarschen? Oh, Seyran. Apartments. Ich würde sagen, Amerika. Kann man hier irgendwo... Ah, ich muss den Timer anschauen. Ja, jetzt machen wir den Timer. Du kriegst auch 10 Sekunden abgezogen, 10 Sekunden. Alter. Ja, 10 Sekunden. Gib okay. Timer. Ja, mach die Stoppuhr. Timer, ich mach hier. So, und da 10 Sekunden. Du weißt es schon, oder? Ja, gleich. Keine Ahnung. Also ich würde, bis jetzt würde ich Amerika sagen. Weil die Häuser sind so typisch amerikanisch. Ja, das ist nicht Amerika. Ibragatz. Ravazaro. Was? Ah ja, Mustafa irgendwas. Also ich denke, dass das... Boah, jetzt ist es wieder schwierig. Also ich denke, dass es irgendwie Türkei ist. Oder? Fertig. Ich denke Türkei. Ich denke hier in Ankara, weil es sieht ziemlich modern aus. 600 Kilometer entfernt. Bam. Amerika ist am Start, siehst du? Es war Amerika. So, bam, 600 Kilometer nur. Ja, sehr gut, warte mal ganz kurz. Ich muss das notieren. 611 Kilometer. 611, das war ein extrem guter Try von mir. Du bist dran. Wir sind schon fertig. Ja. View Summary. Oh. Warte ganz kurz. Ja, play the same map again. Ja, nochmal. Ja, Welt. Einfach nochmal Welt, ja. Das wird ein etwas längeres Video, aber es ist halt cool. So, okay. Oh, stopp! Ja, gut. Trotzdem, Deutschland ist auch groß und da kann man auch tatsächlich... Alter, willst du mich veräppeln? Was denn? Das ist ja mal so... Ich muss schon wissen, ob wir irgendwo im nördlichen. Aber ich. Ist das überhaupt Deutschland? Circle Farm Feed. Mit Stopp! Wenn ich jetzt nach Deutschland gegangen wäre, ich hätte so safe. Postet, ja, alles klar, Deutschland. Wir sind gut. Da, Speed Limit. Oh Gott, 45. Ey, ist es euer Ernst, Amerika, really? Ach komm schon, was soll das denn? Pickups, überall Pickups! Das ist typisch Amerika. Ja. Kein Mensch braucht die Pickups, aber die Amis fahren sie. Ja, wusste, hä? Warum kriegst du sowas Einfaches? Wie viel Zeit habe ich noch?
Was ich hab gar nicht gestoppt. Du bist eine. Jetzt hat also kann ich, so 10, kann ich nichts dafür. Du hast nur 10 Sekunden. Ja, kann ich nichts dafür. Du hast nur 10 Sekunden. Kann ich nichts dafür. Du hast nur 10 Sekunden. Safe Call. 10. Aber jetzt. Aber jetzt. 10. Jetzt. Vorbei. Vorbei. Ja, trotzdem darf ich mich noch umholen. Da ist auch die amerikanische Flagge, die gehört natürlich auch immer mit hinzu. Nö, das ist normal. In Amerika hast du immer überall amerikanische Flaggen. Ja. Häng hier überall eine deutsche Fahne auf und dann kriegst du so. Mein Gott. Ist ja mal Save America. Natürlich ist Amerika, nur die Frage ist jetzt, wo in Amerika? So. Du hast noch 15 Sekunden Zeit. So, du brauchst okay. Halt mir ein bisschen zu lange. Also da hockt auf jeden Fall einer auf seiner Veranda. So, also, dann würde ich mal sagen, dann gehen wir mal nach Amerika rein. Wie ist denn die Vegetation überhaupt? Oh, ist relativ grün, die Vegetation. Okay. Das bedeutet... Oh, da, ey, da gibt's ja nicht mal viel. Ja, wieso? Es kann schon hier überall sein. So. Ja, aber ich glaube, wir befinden uns irgendwo hier Richtung Wisconsin oder sowas. Und okay. Noch so ein? Und ich gehe mal, was ist denn eigentlich am, da bin ich so ziemlich zentral in alle Richtungen. Und dann gehen wir hier nach Minneapolis, Sioux Falls in die Richtung. Dann schauen wir mal, wie weit... 1409 Kilometer. Wo war's? Ich würde sagen Washington. Pittsburgh. Siehst du, wenn ich jetzt sogar da, wo ich vorher gedacht habe, Wisconsin wäre ich sogar noch näher dran gewesen, okay? Pittsburgh, West Virginia, alles klar. Okay. Play next round. So, ja, oh. wo ist der Counter? Habe ich nicht. Was, wo bin ich denn? Wo ist der Counter? Ja. Hier. Macht er gar nicht an hier. So. Ich habe 5 Sekunden abgezogen. Du kommst halt auch so unfassbar langsam voran, weil das alles hier lag. Leader. Oder auf Englisch leider. Was ist denn da? Das ist 30 Sekunden noch. Was soll das denn sein? Ägypten, ey. Was soll das sein? Das ist doch Afrika. 52. Also ja, okay, gut, ich würde sagen Afrika. Ich würde sagen mittig. Was? Wo hättest du gedacht? Ich hätte irgendwo gedacht, keine Ahnung, in Asien. Asien? Oh, Südamerika. Oh, Mexiko. Alles klar, Südamerika. 12.300. Okay. Nicaragua. Ja. Gut, damit habe ich das heutige Video verloren. Wenn es euch gefallen hat, wird es. Ja, wieso? Play next round. Wir sind noch gerade fertig. Ja, aber ich habe es trotzdem verloren. Also, du jetzt aber so verkackt. Kann mir doch alles okay. Passieren. Jetzt, let's go. Okay, auf geht's. So, jetzt bin ich aber safe. Oh. Du bist in Spanien. Du bist in Spanien, Herr Gleich. Also, die Straße ist auf jeden Fall ziemlich ausgebaut. Ich sag, du bist in Spanien. Straße ist ziemlich ausgebaut. Vegetation total am Arsch. Orangene Schilder, was steht denn da hinten? Hier war da ein Schild, so. Och nee! Ja, Keramika! Also, dann haben wir doch hier. Espanol. Ja, Licencia und so weiter. Alegre. Oh, Alegre. De Agrila. Alegre CE. Licencia de Opera Serase. So, also dann gehen wir mal. Alegre. De Argila. So, jetzt pass auf, dann ist es irgendwo in Südamerika. Nein, das ist safe Spanien. Das ist fertig. Da wäre ich mir jetzt nicht so sicher, ey. Ich wette, das ist Spanien. Guck mal, da sind sogar, guck mal, da sind Kakteen, ey. Ja, und das ist safe Spanien. Ich sag safe, dass das Spanien ist. Keramika. Und ich sag, das ist ungefähr bei Barcin Argila. Ist.
exakt, dass es bei Barcelona ist. Oder Palma. Hm. Wo sagst du denn? Ja, wie gesagt, ich bin mir momentan gar nicht mal sicher, ey. Ich glaube sogar eher, dass wir wahrscheinlich eher irgendwo in Richtung. Ich glaube, dass wir vielleicht sogar eher in Südamerika sind, ey. Keramika, ich sage, Perli. Dass wir in Spanien sind. Was würden Sie hier sagen, Herr Gleich? Habe ich doch jetzt schon ein paar Mal gesagt. Du würdest sagen, in Südamerika. Afrika. Nicht Afrika, Südamerika irgendwo. Ja. Okay. Ich glaube, dass wir irgendwo in Südamerika sind und da werde ich mir jetzt auch. Und da so. Nachdem du einen Pin gesetzt hast, darfst du nicht mehr, ne? Dann, wenn ich was sage, das darfst du nicht mehr, ne? Nee, ist schon klar. Ja, okay. So, wo spricht man hier Spanisch? Brasilien? Kolumbien. Brasilien spricht man, in Brasilien spricht man Spanisch. Kolumbien. Paraiba, Alagoas, Rondônia, Mato Grosso, Brasilia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina. Ich behaupte, wir sind irgendwo hier in Brasilien. Sage ich jetzt einfach mal. Und ich glaube, das sieht irgendwie danach aus, als wären wir irgendwo hier. So, pass auf, bevor du sagst. Ja. Bevor du sagst. Mhm. Guck mal. Hm. Ja, und? Kannst du dich an das Schild noch dran erinnern? Und ich glaube trotzdem, dass ich glaube, dass wir in Spanien sind. Was? Was denn? Okay. Was denn? Ich sehe es nicht. 717 Kilometer. Echt? Ah, guck mal. Ist gar nicht mal so schlecht, was ich gesagt habe. Was? Es war in Spanien, gab es genau die gleichen Schilder. Ist, ja, aber in Südamerika ist ja viel aus Spanien hier. Deswegen, also das ist. So, nächste Runde, du bist dran. Wie viel hast du jetzt? Keine Ahnung. 711, ne? Ja. So. So, okay, dann starte mal den Timer. Let's go. Ich starte den Timer. Okay, hab's schon. Oh. Sind wir jetzt gerade? Nein, weil da gerade eben hier ist ja gestrichelt. Und 50er Zone, ich glaube, es ist nicht Deutschland, weil es gibt eine 50er Zone. Ah, da war ein Schild. Bin doch mal beigegangen. Ja, gleich hat es wahrscheinlich auch gesehen und hätte es mir niemals. Kies, Takatak. Keine Ahnung. Türkei. Nur wo? Dann hier. Ich sag hier. 1000 Kilometer. Weißt du, mich hocken sie in irgendein so ein Kacknest rein, ja? Entschuldigung, sollte irgendjemand, der dort wohnt, zufälligerweise, es ist nicht böse gemeint, aber ich konnte mich nicht mal bewegen. Ja? So, okay, auf wo jetzt. Bist denn du? Wo bei Istanbul war das? 1600. So, und er hat ausgebaute Straßen und so weiter, ne? Ja, ist klar. So, play next round. Ja, yeah, last round. Ist die letzte Runde? Ja. Damit kannst du mich gar nicht mehr anhören. Da wäre ich mir nicht so sicher, ey. Außer du blickst. Alter, jetzt. Was ist denn das? Das ist alles unscharf. Ja, nicht nur das. Ja, aber das ist ja voll einfach. Also, wenn du das nicht weißt. Ja, aber das ist ja mal mega einfach. Sorry, aber das ist schon. Verarschen. Bei uns hier um die Ecke oder was? Guck mal, da ist unser Haus! Nein. Ich glaube, dass ich es weiß. Was ist das? Hä, willst du mich veräppeln? Oh, du kriegst wieder mal 20 Sekunden abgezogen. Warum? Du hast gleich angefangen, da kann ich doch nichts dafür. Okay, ich habe vergessen, das Ding anzumachen. Also 20 Sekunden kriegst du abgezogen. Na, was ist das für eine Scheiße? Wie einfach ist das denn bitte, als ob du da nicht drauf kommst? Verarschen. Nein, ohne Witz, jetzt wirklich ohne Witz, das ist ganz einfach. Willst du mich verarschen? Nein! Ey, das ist so verpixelt, dass ich es nicht mal lesen kann. Okay. Schemele. Was steht denn da? CHZ. Das kann doch nur Polen sein oder so. CHZ XXXXXX. Okay.
Okay, nein, aber ich denke, dass ich es weiß. Ich denke, dass CHZ. Guck doch mal, da steht doch CHZ. Das kann doch nur polnisch sein. Sorry, wenn das jetzt irgendjemand sieht aus Polen, aber das ist eine Sprache. Ich habe nichts gegen euch. Ich liebe Polen. Ja, ganz ehrlich, aber eure Schrift zu lesen, das ist eine Katastrophe. Ich frage mich teilweise, wo habt ihr die Vokale her? Ja, also okay, gelassen. So, CHZ, das muss irgendwo Tschechien oder so. Ich glaube, das ist irgendwo in Tschechien. CHZ, Tschechien, Polen oder so. Okay, Tschechien. Okay, let's go. Oder Polen, oder Tschechien. Ich glaube, wir sind in Tschechien. Okay. Ja? Tschechien. Okay. So. Stopp, bevor du dann wieder Make-up sagst, wenn du endgültig dann. Okay. Beziehungsweise, um ein bisschen mehr safe zu gehen, gehe ich hier sogar noch hin. So, ich sag Australien. Australien? Ja, ich sag Australien. CHZW. Ja, ich sag Australien. Zu verarschen? Ich sag Australien. In Australien haben die Vokale. Ich sag Australien. Wie kommst du denn darauf? 15.000 Kilometer bist du entfernt. Nein. Guck. Geh weg, geh hoch. Leck mich. So, und dann geh mal hoch. Australien. Wie bist du denn darauf gekommen? Hä? Du, Alter, du siehst diese Landschaft, da weißt du direkt Australien. Also, das ist ja aber so einfach gewesen. Ohne Scheiß. Das war ja mal so einfach. Ja, wir hatten jetzt gewonnen, wir haben verloren. Ja, du hast gewonnen, ich hab verloren. Ich hatte einmal 16.800 Kilometer. Aber wie kommst du da auf Polen, Junge? Hast du doch gerade gesehen, CHZ? Ja, kannst du das nicht lesen? Was stand denn da? Charlie. Da stand doch CHZ? Nein! Stand da Charlie? Nein. Charlie, glaube ich. Da stand doch CHZ. Alter. Ja, Leute, heute mal was anderes hier, mal was total... Irgendwie sowas. Auf jeden Fall wusste ich, dass es in Australien ist. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal. Und schaut sich mal wieder an, wenn es wieder das Geo gestern mit dem Herr Gleich und Herr Gleich setzt natürlich... Ja, oder irgendwas anderes. Und Herr Gleich setzt sich natürlich nach Polen, obwohl es in Australien ist. Nee, ich war nicht in Polen. Ich hab also, das... bis dann rein und tschüss.